Hallo, liebe Angelfreunde, der Ewald hinter der Kamera. Moin Moin. Und ich, wir begrüßen euch zu einem neuen Angelvideo auf Big Fish Media. Ewald und ich, wir haben heute leider nicht viel Zeit, aber trotzdem wollen wir es in den paar Stündchen, die wir hier haben, mal auf Karpfen bei uns am Fluss versuchen. Jetzt beginnt ja wieder die gute Zeit. Und ja, Kurzsession ist der Begriff und wir wollen heute was ausprobieren, was neu ist und etwas, was bewährt ist, speziell um bei so einer Kurzsession hier erfolgreich zu sein. Wenn man nur kurze Zeit am Wasser ist, dann muss man einen Köder haben, der maximal attraktiv ist, damit die Fische schnell darauf aufmerksam werden, schnell an den Platz kommen und dann im besten Falle auch schnell den Köder nehmen und wir innerhalb unserer kurzen Angelzeit zum Erfolg kommen. Dafür haben wir uns was ausgedacht. Das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar werden wir heute mit Mini-Mozzarella angeln. Das ist so eine Idee vom Ewald. Ganz genau. Auch am besten die leichte Light-Variante nehmen, weil ja, die ist ein bisschen fester oder ein bisschen zäher als die, ja, genau. mit Fett halt. Ich nehme mal einen so hier raus. Größe ungefähr wie so ein Boilie. Den werden wir am Haar wahrscheinlich dann aufziehen und dann präsentieren. Aber so ein Mozzarella, ihr kennt das, der ist natürlich relativ geschmacksneutral, sage ich jetzt mal. Und dafür haben wir was mitgebracht oder haben wir was vorbereitet, damit diese Mozzarella-Kugel so richtig attraktiv wird. Und zwar haben wir, das kennt ihr, wir haben die Mozzarella-Kugeln gedippt in Ewalds Bestes, der Dip, da der Monster-Dip, der Fang-Dip in dieser Saison gewesen. Da haben wir zwei von denen reingetan. Und jetzt, liebe Leute, Christian wird mich dafür hassen, für das, was ich jetzt sage, denn wir haben unser Bundle hier, Ewalds Bestes der Dip und Ewalds Bestes die große Flasche jetzt wieder im Shop. Warum wird Christian das nicht mögen? Er ist in letzter Zeit der das Ganze abfüllt immer. Das machen wir ja alles noch von Hand, ist bei uns alles nicht industriell, sondern Handarbeit. Er füllt das immer ab und ja, der hatte in letzter Zeit so viel zu tun und wollte eigentlich jetzt nach seinem letzten Film auch keine Aktion mehr machen, weil er gesagt hat, ich habe die Schnauze voll mit Abfüllerei. Aber uns haben jetzt noch so viele und mir haben auch noch so viele geschrieben, dass sie Ewalds Bestes das Bundle wieder haben wollen. Und deshalb, lieber Christian, wenn du das jetzt siehst hier, du kriegst hoffentlich wieder eine Menge zu tun. Wenn ihr das Bundle haben wollt, jetzt in die Videobeschreibung reingucken. Da ist der Link zum Bundle. Da könnt ihr es nochmal kriegen, zuschlagen und dann nochmal einen heißen Herbst erleben beim Angeln. So, jetzt genug damit. Christian wird sich freuen. Und ich würde sagen, jetzt im nächsten Schritt, da ködern wir mal die gedippte Mozzarella-Kugel hier in Ewalds Bestes an und machen mal ein bisschen Futter auf dem Platz, das zeigen wir euch und dann geht's los mit Angeln. Aufgezogen ist das Mozzarella-Kügelchen hier aufs Haar. Ja, bisschen Farbe, Beulie, ne? Ja, bisschen Farbe hat es angenommen. Ich glaube, über Nacht muss es beim nächsten Mal einlegen, Gregor. Ja, können wir versuchen. Beim nächsten Mal noch vielleicht noch ein bisschen länger einweichen, ja, aber lassen. Aber eine rötliche Farbe hat schon mal angenommen. Das ist schon mal sehr gut. Ich habe hier als Stopper so ein kleines Ässchen genommen. Darüber braucht ihr euch keine Sorgen machen. Also ich habe schon größere Ässchen drauf gemacht. Das hat die Karpfen nicht gestört. Und ja, Gregor, ich würde sagen, das Ganze geht jetzt mal auf Gewässergrund. Genau. Und dann, ja, schauen wir mal, was hier so passiert. Jawohl. Gregor, aber was auch ganz spannend ist, wir haben noch nie mit weißen Boilies gefischt, ne? Nee, das stimmt. Hier, glaube ich, kann ich mich nicht erinnern in letzter Zeit. Genug geschwafelt. Jawohl, da liegt es. Ufermitte, also hier am Ufer. Und dann, ja, Meter, anderthalb Meter neben dem Kraut. Da ist auch ziemlich Strömung beruhigt. Auf der anderen Seite ist ja schon ein bisschen mehr Strömung. So, Gregor, drück uns alle Daumen, die du hast. Ja, natürlich, ich will ja was fangen heute. So, Gregor, wieder hier auf die Ringe. Ja, ich habe wieder nicht richtig zusammengesteckt, die Route. Das ist so sein. So wie du zu spät kommst, stecke ich die Route nicht. Aber es fragt sich, was schlimmer ist. Ja, das da. Das nee, also wirklich dass nicht. Die Ringe nicht in einer also Stunde wirklich nicht. Fischen, also ehrlich, ey. Also wirklich nicht. Mein Gott, nee. Das ist jedes ist Mal. Ist es jetzt jedes, richtig? Jedes Mal motze ich darüber, ist es jetzt richtig? Unfällig. Ja, ist richtig. Lass ja, dann komm. Ich
bei deiner ganzen Schimpferei über Nichtigkeiten Ach, die Route ich glaub, nicht da, ganz korrekt zusammen. Ich glaube, da kriege ich viel Zuspruch, wenn ich sage, ringe nicht in einer Flucht, das sieht doof aus. Meinetwegen. Ja. Aber, Ich sagen wollte, zwei wichtige Sachen vergessen. Ja, was denn? Zum einen das Anfüttern. Denn wir wollen ja noch ein bisschen Futter drumherum streuen. Das musst du dann aber gleich nachholen als Strafe. Und zum Zweiten hast du vergessen zu sagen, wie wir hier angeln oder warum wir nur mit einer Rute angeln. Das kannst du jetzt machen, wenn das du mal. Das hole ich jetzt für dich super. Nach, weil du dich ja wieder so hochgefahren hast. Ja, super. Dann machen wir. Also, ich sag das jetzt. Das ist ein kleiner Platz hier, den wir angeln. Und da reicht eine Rute vollkommen aus. Am Fluss hier ist es wahrscheinlich, ist es in den meisten Fällen eh so, dass der Biss immer auf die Stelle kommt oder auf die Rute kommt, die weiter Fluss abliegt. Und wenn wir hier mit zwei Ruten an dem kleinen Platz angeln würden, das würde im Drill würde das nur ein heilloses Durcheinander geben. Und wahrscheinlich würden wir damit auch keinen Fisch mehr fangen. Deshalb nur eine Rute, dann sind wir klar und können auch klar drillen. Und ich muss auch noch was zum Tackle sagen, denn hier, das ist ein kleiner Fluss, ihr habt es gesehen, aber wir fischen hier doch eine etwas robustere Rute. Und zwar ist das, der Banked Stick 2 von Anaconda, 3 Lips, 12 Fuß, klassisch mit Chorgriff, 3 Lips, da kann man schon mal ein bisschen dagegen halten, wenn was passieren sollte. Wir wollen den Fischer, haben nur wenig Chancen, wollen ja nicht nur heute einen draufkriegen, sondern wollen ihn auch in den Kescher kriegen. Und das ist eine Rute, die sich auf jeden Fall in letzter Zeit bewährt hat, mit einer Freilaufrolle dran, 35er Hauptschnur, da kann nichts passieren. Und ich würde sagen, Ewald, jetzt kannst du noch mal ein bisschen Futter reinschmeißen. Yeah. Ich hoffe, du hast dich beruhigt. Nicht schon lange. Na gut. Und dann können wir den gemütlichen Teil hier starten. Futter hat Gregor mitgebracht, hier so in einem schönen Eimer. Genau, Weizen und Mais schon leicht gegoren. Klingt schon leicht so, leicht nach Kotze. Aber das ist attraktiv das für die Karpfen. Das ist wirklich so. Also keine Angst, wenn das Futter irgendwie stinkt oder sowas. Deswegen machen wir da mal vorsichtshalber eine Schippe mehr, weil das kann ja auch ein bisschen wegfallen. Ja, das fressen ja auch die Rotaugen weg und die Döbel weg. Ja, das ist darum. Ja, bist du denn mit dem Futter wenigstens zufrieden jetzt? Ich bin zufrieden, das kann so liegen bleiben. Ich will ja die Mozzarella den Hauptteil überlassen. Ja, das hoffen wir mal, dass das klappt. Ne? Das Futter ist nur so das Drumherum. Das ist noch dran. Das ist noch dran. Riecht noch danach. Bisschen Farbe hat es verloren, aber das ist ja okay, weil dann kann das ja. Muss ich auch arbeiten. Gibt es die ganzen Geruchsstoffe und sowas ans Wasser ab. Das ist schon mal gut. Riecht das natürlich nochmal weiter an derselben Stelle ab. Um nochmal das bisschen zu relativieren, also das könnt ihr wahrscheinlich nicht so fischen wie in hart gekochten Boilie oder so. Also so einen Powerwurf kannst du damit nicht starten. Dann fällt er natürlich ab, aber hier so einen kurzen Unterhandwurf damit in einer leichten Strömung geht das voll klar. Und ihr müsst ihn halt doch mal häufiger mal kontrollieren, also nicht wie ein Boilie. Ja, aber so ist okay, so kann man das machen. Gut, dann setzen wir uns wieder hin, ne? Ah jo. Ist er noch drauf? Ja. Hier, ich habe den Kescher. Wie lange brauchst du einen Kescher aufzubauen? Ja, tut mir leid, das ist ein mehrteiliger. Warte, ich werf dir mal den Kescher dahin. Gibt's ja nicht. So. Auf Mozzarella. Mozzarella. In der harten Strömung ist er schon runtergesaust. Menschenskinder. Geil! Ist schön, ne? Wir waren jetzt ein bisschen im Endspurt hier. Ein bisschen Endspurt. Naja, dachte schon, vielleicht müssen wir ohne Fisch losmachen. Aber jetzt hat es geklappt und ich sehe schon, die Schnur wandert aufwärts. Ja, das ist meistens ein Zeichen für guten Fisch. Ich komme mal ein bisschen zu dir runter. Das Ufer ist hier so abschüssig. Ich gehe mal ein bisschen weiter runter, damit du einen besseren Kamerawinkel hast. Ja, ich versuche es. So. Ah, hier jetzt in der ruhigen Zone, kannst du ein bisschen anlüften. Na, ja, ob ich ihn drauf kriege. Ist auf jeden Fall ein Karpfen, oder was? Ja, Döbel wird es nicht sein bei dem Gewicht und bei der Kampfkraft. Schön, dass wir die etwas schwerere Karpfenroute hier haben. Naja. Mensch, in der harten Strömung nicht schlecht, der Specht. Da hat der Dreck eingesammelt. Oh. Mensch, so kräftig. Gregor, ein Karpfen, ja, ich habe ihn gesehen. Ja, ich glaube, ich habe jetzt auch was gesehen. Ich hoffe, man kann das auf der Kamera erkennen. Ist, glaube ich, sogar, war es ein Spiegler? Nee. Nee, ein Schuppi, war zu bronzehaft. Ich sehe es ja auch jetzt, ich sehe das Schuppenkleid. Und, da kommt die Welle. Ui. Mensch, guck mal, die Bugwelle da. Da ist er.
Oh ja. Also auch gerne sich da so irgendwie so komisch quer reinstellen. So. Gregor, du musst ein bisschen Platz machen. Ich gehe mal nach hinten, damit du keschern. Ist alles so eng hier, die Stelle. Zieht er nochmal ab. Braucht nicht. So. Mein Gott. Schmeißt hier Sachen in die Dornbüsche. Wo ist er? Geil. Ich sehe ihn nicht jetzt wieder. Er ist jetzt abgetaucht, als ich den Kescher da verarztet habe. Ah ja, da ist er. Da ist er. So, komm. Einmal muss er Luft schnappen. Nee, der drückt sich runter. Mein Gott, diese Flusskarpfen, die sind immer, wie sagt man? Die sind immer wieder geil. Immer stark. Oh, der Wind ist auch aufgefrischt hier. Ja, es ist langsam, geht es in Richtung Herbst. Na, mein Gott. Schon mal jetzt nur ein Volt für die. Guck, dass du den nicht noch verlierst hier. Nee. Aha, hängt aber ganz sicher. Jawohl, Petri. Die Mozzarella-Karpfen. Ja. Geil. Mozzarella-Karpfen. Ich gehe mal die Matte runterholen hier, damit wir den vernünftig abhaken können. Drum. Leute, es hat geklappt. Gregor, du bist erstaunt, ne? Ja, ich bin erstaunt. Aber ich wusste ja, dass Ewalds Bestes funktioniert. Ja. Kennen wir ja. Also, man kann jetzt theoretisch sagen, dieser Fisch wurde auf einem Köder gefangen, der wirklich, ja, sag ich mal, zu 97% aus Ewalds Bestes aus dem Aroma bestand. Und der hat dann Fisch gebracht. Geil. Sehr schön, geil. Freut mich. So, liebe Leute, es hat mal wieder geklappt mit unserer erfolgreichen Kurzsession. Das stimmt uns sehr freudig, dass wir was gefangen haben und euch auch was zeigen konnten. Ein richtig schöner Flusskarpfen, herrliche Flossen, tolles Schuppenbild. So muss es sein. So machen die kurzen Ansätze Spaß. Und für alle, die es interessiert, die es haben wollen, Ewalds Bestes, der Dip und die klassische große Flasche mit dem Aroma, jetzt bei uns im Shop, Link in der Videobeschreibung. Natürlich gibt es die Mini-Mozzarella nicht dabei bei dem Bundle. Die müsst ihr euch schon selber im Supermarkt kaufen, wenn ihr das ausprobieren wollt, was wir heute gemacht haben. Aber wir haben so nach unserem Fisch hier gerade mal so ein bisschen Blitz-Brainstorming gemacht. Jawohl. Und da haben wir überlegt, vielleicht ist es ja auch mal an der Zeit für ein Ewalds Bestes der Köder, also nicht nur Aroma, sondern Ewald? Ein Boilie. Ein Boilie, der aber nicht Boilie heißen darf. Nee, da haben wir ja ein bisschen in unserem Brainstorming ein bisschen gefachsimpelt. Und in da, der Vergangenheit. Und da bin, ja, pass auf, da bin ich auf die Idee gekommen, aus marketingtechnischen Gründen habe ich dann gesagt, wir müssen den da nicht Boilie nennen, sondern Boilie. Boilie, zur Erklärung von der ganzen Sache. Genau. Als der Ewald seine ersten Videos gedreht hat, ja. Das ist schon ein paar Jahre her, und da hat er immer... Statt Boilie hat er Boli gesagt. Boli. Das hat für allgemeine Erheiterung gesorgt. Zwei 20 mm Bolis. Was ich damit noch machen möchte, und zwar möchte ich die Bolis mit so einem Powder aufpimpen. Die 20 mm Bolis. Ja, war doch witzig. Ja, es war witzig. Und deshalb haben wir gedacht, wenn wir sowas machen, dann muss es Ewalds Bestes der Boli heißen. Der Boli, genau. Heißen. Nicht der Boili. Vielleicht ist das ja was für euch. Habt ihr Bock auf sowas? Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. Dann setzen wir uns im Winter vielleicht, müssen wir ja gucken, ob wir das hinkriegen. Weil, wir, wie gesagt, bei uns ist alles Handarbeit. Wir lassen nichts hier an Ewalds Bestes in irgendwelchen Fabriken produzieren oder sowas. Wenn ihr Bock habt auf Ewalds Bestes, der Boli. Der Boli, sag's doch ganz normal, wie Boili. Der Boli. Dann schreibt's in die Kommentare, wir machen uns im Winter darüber Gedanken und vielleicht gibt's dann zur neuen Saison den Ewalds Bestes der Köder. Wir sind gespannt, was ihr dazu sagt. Und jetzt ist Schluss mit diesem Video. Wir müssen einpacken, aber es war ja eine rundum gelungene Kurzsession hier und wünschen euch natürlich, dass ihr auch so erfolgreich seid am Wasser. Bis zum nächsten Mal, macht es gut. Petri heil. Ciao, ciao. Tschüss.